Hi, willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Dragoon. Wir sind hier in der Totenstadt Marfil, haben letztes Mal schon zwei Drachengeister besiegt. Die Geister von Feribrand und Regol. Und ein Drache verbleibt dann noch. Den werden wir uns heute vorknöpfen. Und ich hoffe, ich schaffe es so weit, dass wir auch den Gebietsboss dann noch machen können. Ohne, dass das wieder so eine extrem lange Folge wird. Ja, die Gespenster sind ein bisschen nervige Gegner, weil man die nicht immer trifft. Aber die halten dafür auch nicht viel aus. So, ein Aktivring. Was ist ein Aktivring? Verhindert Ausnahmezustand Entmutigung. Den habe ich mir letztes Mal auch nicht angeguckt. Okay. Erster Schritt muss man so konzentriert sein, ne? Die Fenster kommen so schnell. Oh Mann, Haschel, was machst du denn? Ah, dann darf Mero nochmal. Aber wenn hier das rote Fenster im falschen Timing kommt, ne? Dann RIP. So, der Götterdrache müsste jetzt eigentlich schon auf dem Programm stehen. Ja, der bewacht sogar was. Ist das die Seele des Götterdrachen? Das heißt, der König der Drachen hat nach dem Tod noch Bindungen? Weil er der König der Drachen ist, kann er seinen Stolz nicht besiegen. Wenn die Siegelkugel zerstört wird, stürzt der Mond herab. Ja, erstmal gucken, ne? Der Mond ist noch am Himmel. Da, das ist unsere einzige Chance, die Seele des Götterdrachen zu retten. Ja, wir werden den Stolz des Götterdrachen besiegen. Ja, und dieses Mal gibt es keinen Drachenblockierstab. verwandle ich Meru? Oder greife ich normal an? Ich glaube, ich werde Meru und Hasche verwandeln und Dart lasse ich normal. Nee, das ist keine gute Idee. Meru lasse ich unverwandelt, damit sie Heil-Items benutzen kann, zur Not. Ich habe schon mit Regol letzte Folge Ärger gehabt. Ah, sie macht aber nicht viel Schaden in ihrer Base-Form, weil der Zusatz neu ist. Oh, das geht ja gut los, das geht ja gut los. What? Das ist nicht gut. Okay, wir müssen Meru gleich auch verwandeln, damit sie
Haschel heilen kann. Das ist zwar sein zweitstärkster Angriff gewesen, aber trotzdem hat das höllisch wehgetan. Ja, 1400 ist aber guter Schaden. So, Dart lassen wir unverwandelt, weil seine Dragoon-Liste noch nicht voll ist. Das macht gar nicht mal so viel. Als ob er ihn nochmal macht. Du blödes Mistvieh! Ja. Problem. Ich will Meru nicht verwandeln, deswegen nutzen wir einen Heiligungsregen, um uns fit zu machen. Und ich hoffe, er hört auf mit diesen scheiß Spam. Mal gucken, wie schlimm ist das? Wind ist schon mal okay, weil das keinen von mich effektiv trifft. Ich muss halt aufpassen, weil ich kein Engelsgebet habe. Das ist doch nicht normal, wie viel Damage das Vieh macht! Und er ist auch relativ häufig dran. Fuck. Ich glaube, jemand ist tot. Ich habe Glück, das geht auf Haschel. Das geht auf zwei. Ja, okay, ich muss schon wieder aufheilen. Er ist noch gut. Oh Mann, ich wollte das mit Merus Runden eigentlich machen, aber er lässt mir keine Wahl. Erstmal Geschwindigkeit steigern. Von Dart. Okay, Meru ist dran. Dann Stärke steigern. Ich muss meine Items benutzen. Das Vieh ist zu krass. Und kannst du mal aufhören, das zu spammen? Okay, bis jetzt ist keiner seiner Angriffe eigentlich cool gewesen.
Ist der irgendwie schwächer geworden, der Angriff? Kam mir so vor jetzt. Vorher hat das doch wesentlich mehr gemacht. Sehr gut. Na, ist wieder dran. Das ist doch nicht sein verdammter Ernst! Ja, okay, mit Mero aufverwandeln und dann mit ihrer Heilung entgegensteuern. Ja, die Drachengeister sind auch besondere Bosse, man kann die umgehen. Deswegen sind die auch so mächtig. Also Ferrybrand war easy, Regol war schon sehr knackig und der Kollege hier, der ist auch sehr, sehr hart. Und der ist immer noch blau, das gibt es nicht! Okay, ein vergleichsweise harmloser Angriff. Den kann er ruhig öfter bringen und nicht ständig diese Kanone, die er ballert. Das kann doch nicht wahr sein. Wie viel Leben hat der? Das macht nix. Okay, da hat es vor ihm. Ja, er ist gelb, er ist gelb, er ist gelb. Funken Dynamo. Nochmal eine 1000er Breitseite, aber jetzt ist das Item aufgebraucht. Und einer kriegt die volle Breitseite wieder ab. Ich bin relativ voll mit meinen Cars, also passt das hoffentlich. Und die Dragoon-Form kriegt es ab. Das ist eigentlich das Beste, was mir passieren kann. So, mit Mero habe ich noch 1100. Ja, ich warte ihre letzte Dragoon-Runde ab, um mich zu heilen. Sollte eigentlich noch klar gehen. Schon wieder dran, ey. Okay.
harmlos. Ich hoffe, bevor Meru jetzt nochmal wieder dran ist, um zu heilen, bringen ihn Dart und Haschel in Rot. Das macht nicht viel in seiner physischen Form. Und wieso ist er schon wieder dran? Das kann doch nicht wahr sein. Oh oh. Ausgerechnet ein Feuerspell auf Meru. Okay, 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 okay. Ja, heilen auf jeden Fall. So, sie verwandelt sich zurück. Haschel hat ja ganz gut mit seinen Elektroattacken auf ihn draufgehauen. Deswegen bin ich am Überlegen, meine MP aufzufrischen und mit Dart sich zu verwandeln. Ja, weil das Item, was ich benutzt habe, aufgebraucht ist. Okay. Der ist noch gelb. Sehr gut, dass ich schon einen Kesser Schritt habe, weil jetzt komme ich durch Meros Angriff sofort wieder in ihre Dragoon Range, um mich heilen zu können. Er ist rot, sehr gut. Funken Dynamo. Oh, warum das? Oh, wenn er auf Dart geht, kriegen das alle drei ab, ne? Aua. Ja, ich muss mich mit Meru verwandeln und heilen. Ansonsten... RIP. Sagen wir nicht erst dran. Oh. Okay, der Harmlose. Wenigstens etwas. Pff, das macht aber trotzdem 600 auf Meru. Für Meru ist es, glaube ich, sogar fast besser, wenn er magisch angreift. Nein, warum ist er schon wieder dran? Du Kackfisch!
Okay. Kein Multizauber. Das ist schon mal was Gutes. Dass das Haschel abkriegt, ist nicht gut. Das wäre auf Meru besser gewesen. Oh. Puh, Haschel ist fast kaputt. Ich riskiere das mal, ihn so anzugreifen. Der kann eigentlich nicht mehr viel Leben haben. Komm schon, Dart. Niete ihn um. Nein, das reicht nicht! Haschel ist down, ne? Nein, Haschel lebt. Als ob er wieder dran ist. Bitte pulverisiere Meru. Bitte. Sonst ist Haschel down. Das geht auf Dart und damit ist Haschel tot. Scheiße! Also ich wusste, dass das eine harte Nuss wird, aber dass der mich so an die Grenzen bringt, hätte ich nicht gedacht. Beim nächsten Funkenblumen muss er aber eigentlich mal tot sein, ne? Und durch die Heilung müsste ich jetzt auch eigentlich eine Attacke überleben. Ja! Ja, okay, Haschel ist verreckt, aber ist halt so. Und Meru ist auf Dragoon Level 5. So, das war schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf die optionalen Bosse, die wir noch vor uns haben. Und Haschel hat wieder ein HP. Wenigstens bleibt er nicht tot.
Die anderen optionalen Bosse, die werden wir auch dann ab der nächsten Folge angehen, würde ich sagen. Natürlich, nachdem ich etwas trainiert habe. Sonst habe ich nämlich null Chance. Ah, hier musste man irgendwie ein Rätsel machen. Das weiß ich noch. Konnte man sich hier irgendwo heilen? Nee. Hier gab's nur die Kiste. Ja, diese Dinger sagen mir jetzt, wo ich hinlaufen kann. Aber wir sind am Ende der Folge. Ich habe gedacht, ich tue den Gebietsendboss auch noch schaffen, aber der Götterdrache hat mich mehr als genug gefordert. Wir machen dann beim nächsten Mal weiter, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao!